Ja, genau das. Ich hab's nicht gehört, ich muss die Musik jetzt leiser machen. So, was hast du gesagt? User left your channel. Oh. You were moved. So, was hast du jetzt gesagt? Ja, aber ich bin noch nicht mal richtig drinne und hör schon deine Stimme. Ist geil, oder? Oh. Sag jetzt nichts Verkehrtes, Alter. Nein. Lalalalalala. Also mit dir wegen Samstag und? Na, Basti sollte sich melden, ob er noch einen braucht oder nicht. Ja. Naja, solange er sich nicht meldet, interessiert mich das nicht. Dann sage ich ihm ja, dass ich bei dir melde. Nee, er soll sich von alleine melden, Mike, nicht, dass du ihm das sagst. Ich hab's ihm Samstag gesagt, er soll sich bei mir melden. Ist alt genug, um das zu machen, oder? Ja, ich bin aber nicht alleine in Pandau. Tja. Ich hab mal ja keinen Bock auf Stille, wa? Weil? Ich Bock auf den habe, Mann. Weil er hat nämlich gesagt, eigentlich sind im Prinzip genug Leute da. Aha. Deswegen habe ich gesagt, wenn du noch einen brauchst, soll er sich melden. Je mehr da ihr seid, umso mehr, umso schneller die Pferde sind. Naja. Interessant. Ja, es mag ja sein, aber irgendwann stehen sich die Leute im Weg rum. So. Weil gestern hieß es noch was, Stulle, deine Alte, Phil, er. War da noch einer? Ja, und ich glaube, ich bin der Sache. Das sagt er. Sagt er, eigentlich reichen die Leute, aber ich sag's ja, wenn du einen brauchst, soll er Bescheid sagen. Ja. Ich war fast fertig heute. Mit was? Ja, mit den scheiß Kack da, was ich dir mal geschickt habe. Ja, aber warum nur fast? Ich musste noch die Löcher bohren, zusammenschrauben und dann war ich fertig. Und die hast du nicht geschafft? Nee, bis mein Meister ankam und das mit meine Bitte. Hat gesagt, ey, schmeiß weg von vorne an. Nein. Ich musste weiter Hiller neu machen. Also. Da ist doch der Hebel dran. Ja? Mike, ja. Da ist ein Hebel dran, ja. Da ist ein Hebel dran, ja. Und der muss da, ich weiß jetzt nicht welche Seite, ich verwechsel das immer. Also ich sag jetzt einfach. Er muss auf der linken Seite, dreimal kannst du raten, wo ich den nicht mache. Auf die andere Seite. Mhm. Kann man mal machen. Da hat er gesagt, das funktioniert nicht, ich kann den wieder auseinanderschrauben und die Seitenteile neu machen. Ja. Dann halt mir so angestrengt. Als die zwei Seitenteile richtig gemacht, hat der Meister auch gesagt, jetzt passen die anderen Teile nicht mehr. Und da hat er gesagt, wer das erste Teil, was du da gemacht hast, also was ich ja fast fertig war, hast du dann schon gepusht, wa? Und meinte, nein, würde ich nie machen. Nein, niemals nicht im Leben würde ich das machen. Dann hat er sich die angeguckt und dann meinte er, so pushen treibe ich die ohne aus. Und was macht der volle Horst? Macht erstmal so eine Kerbe, größer als die Bezeichnung steht. Ja. Da meinte ich so, wie war das mit Pushen austreiben? E2 Zimmer 18. Mann, interessiert mich da an, ich hab da gesagt, ich komm nicht vorbei.
Und habe ich gefragt, wie es aussieht und was wir jetzt danach machen, wenn ich fertig bin. Also fräsen auf gar keinen Fall. Ja. Wieder Blechbearbeitung und hier das Löten, habe ich gesagt. Ja. Oh. Das ist halt gerade total lustig. Also die DLCs dann bekommen schon? Für ATS und ETS? Ja. Nein, die kommen doch erst Mitte November. Aha. Aber sollen sie offiziell kommen? Ist doch nur eine Vorbestellung. Nee, dann halt nicht mal guckt jetzt an. Wieso? Ich hab gedacht, die sind schon drin. Nee, noch nicht. Also sie vermuten, dass Mitte November die kommen sollen. Ja. Und dann? Ist ja noch ein bisschen. Ja. Das heißt, die könnten noch ein bisschen fallen im Preis. Ja. Wie war deine Arbeit? Keine Ahnung, ich gehe nachher erst arbeiten. Ja, der geht von nur ab. Ja, mega langweilig, Mann. Übrigens, ich habe eben Käse-Lauchsuppe, also fertig Käse-Lauchsuppe gegessen, ja. Und die ist bei Aldi und schmeckt voll lecker. Natürlich die selbstgemachte leckere. Aber mal so auf die Schnelle ist das gar nicht schlecht. Ja. Hast du fein gemacht? Was habe ich klein gemacht? Hast du fein gemacht? Warum? Wieder zu sagen. Ja, die ist lecker von Aldi. Ja, wann komme ich mal zu Aldi? Du kannst doch sagen, kann ich dir mal eine mitbringen. Stecke ich dir im Briefkasten. Wann sehen wir uns mal? Meistens jeden Samstag. Nein, das ist erstmal vorläufig nicht mehr so. Weil? Ich hab's nur total. Ach Quatsch. Und wenn dann alkoholfrei. Ist ja langweilig. Fick dich. Meine Leber muss ich erstmal wieder erholen. Das hat eine scheiß Ausrede, wa? Ja, Mann. Mann, so schlimm war das doch gar nicht. Gut, mein Magen und mein Würge-Ding, wie man das auch nennt, muss ich erstmal holen. Du musst halt nur bei einer Seite bleiben.
Sind wir doch. Ja, ja, Sambuca, Luft, Fuji. Die Schokoluft. Die habe ich ja nicht getrunken. Ja, Monte. Ecke, Monte. Monte habe ich ja nur probiert, also nur ein Schlückchen genommen, weil ich mal wissen wollte, wie das schmeckt. Ich habe den letzten Viertel davon gesucht, also Flasche auf Eis getrunken. Also gestern war irgendwas, da war ich irgendwie ein bisschen brummig gestern, sagt meine Frau so, ey, lauf bloß wieder ein. Hätte ich auch woher den Spruch. Habe ich nicht verstanden. Nee. Also ich fand den Sonntagvormittag eigentlich ganz lustig. Was macht fast in der Scheibe rennt? Gefalle, nicht rennen. Leise fallen. War das eigentlich nach dem Schlafen oder wo du nach Hause kommst? Als ich nach Hause komme. Da kann ich verstehen. Ja, ein bisschen, ne? Ja. Na gut, ich muss ja nicht wie heute dann noch warten. Ja. Das heißt ja leider Gottes diesmal nicht mehr mitgekriegt. Du hast den ganzen Abendablauf durcheinander gebracht, Mann. Ja. Kein Döner, keine Bank, Junge. Ja. Ja. Findest du das lustig oder was? Ja. Eigentlich nicht. Gut. Also war das wieder so ein Abend, kann man eigentlich vergessen. Also den Schluss nicht was. In Allgemeinen gab es ein paar lustige Bilder noch. Ja. Vom Basti gibt es auch eins mit Krönchen und vom Jungmeller. Ja. Jungmeller, da fühlt nur ein kleiner Batte, die aus wie Hitler, Junge. Vielleicht. Sowas von. Boah, du dauerst mir echt hier zu lange, Alter. Was dauert dir zu lange? Na, das Update von ETS. ETS hat ein Update? Ja, sagt mir jedenfalls Steam. Muss ich ja mal gucken. So, Finger in den Po. Kack-LKW. Boom. Geht doch. Haben Sie heute alle gefreut, was der Süßenwerber wiederkommt? Nichts war er, Alter. Kann man nicht. Ja, irgendwann hat die Meister mal gefragt, wo wir eine ruhige Minute hatten, also wo ich mit ihm alleine mal gequatscht habe. Gefragt, was mit ihm ist. Da meinte er so, ach, der hat noch einen Amtstermin, der kommt morgen. Ich hab mir meinen Teil gedacht. Ja. Ich bin ja seit Montag die letzte dreiviertel Stunde alleine, weil die MAE-Leute, die dürfen ja nur 14 gehen. Und dann habe ich aber erfahren von unserem Meister, der ist ja in der Schule und ich bin in der Werkstatt. Ja. Ich habe nächste Woche Mittwoch frei. Ich auch. Du auch? Ja. Vielleicht hätte ich nur noch Donnerstag und Freitag frei. Donnerstag habe ich wahrscheinlich nicht frei. Kommt drauf an, wie es mir Donnerstag morgen geht, wenn ich aufstehe. Weil? Ja, denkst du, die Montag, Dienstag arbeiten und Mittwoch frei und dann wieder arbeiten? Das wird uns ja wenigstens dritten Tag eben schon passieren. Achso, der dritte ist ja da, ne? Ja. Am zweiten ist Disco, kommst du hoch? Dann lädst du auf alle Fälle den ganz scheiße. Ja, aber er hast ja frei, ist ja der dritte. Ja, egal, aber du gibst mir nächsten Tag auch noch scheiße. Also, soweit ich weiß, sollte wohl Disco sein am dritten. Hä? Am zweiten, meinst du? Nee, am dritten. Also, Mike hat das Spiel kaputt gemacht.
Vom zweiten zum dritten meinst du? Ja, genau. Am zweiten hast du spät jetzt? Es ist Dienstag, ne? Ja, hab ich. Obwohl, warte mal, der zweite, ja. Wenn, kommt doch Ramon an. Ja, Ramon hat sich noch nicht ausgelegt, ob er Dienstag oder Donnerstag frei haben will. Wenn er Donnerstag frei haben will, dann hab ich Dienstag, Mittwoch frei. Ja, schon eine Idee. Wann? Ja, das weiß ich nicht. Ich sehe ihn ja, ich sehe Ramon ja sonst doch. Ich weiß es noch nicht. Dann hat es schon eine Idee. Wer macht da Musik? Janek oder Robin oder der andere Fort, der da letzte war, weiß ich nicht. Basti? Ja, ach, die lassen doch Basti sowieso nicht mehr ran. Merkst du doch. Oh, was ich aber nicht verstehen kann. Ja, aber Basti zeitmäßig auch meistens nicht kann, deswegen fragen sie, wo steht der mal nicht mehr. Oh. Der, wenn Basti mal frei hat, am Wochenende hat er aber damit zu tun gerade. Er hat noch nicht mal auf das Bild reagiert. Okay. Der wird auch nach Arbeit nicht nach Hause fahren. Nee, der wird ins Krankenhaus fahren. Oh. Oder wenn er nicht sogar Püppi hinfährt. Nee, die muss schon da sein. Achso, okay. Oder der hat kurz Pause gemacht, da um die Zeit. Also, was heißt denn kurz? Man, die sollte mir ja nicht schreiben, welches Zimmer und welches Haus. Die wollten mir nur schreiben, was sie gestern Morgen übersteht, Mann. Weil wir eh nicht haben. Ja. So, ich gestern noch lange weiter, weil der Fußball gespielt. Ja, hab ich gesehen, hast mir geschickt, die Bilder. Ja. Über 10 Spieler, dann halt die erste Saison für Freddy. Gut, das macht er. Natürlich kann man machen, muss man aber nicht. Nö, genau, muss man nicht. Ja, genau. Oh, Frank hat die Tiere gemacht, aber nicht sauber, wa? Nee, ich hole jetzt gerade Wasser und dann mache ich sauber. Ich mache es mal sauber mittlerweile zum Schluss.
Da wirst du bei das letzte Tier angekommen, kannst du da weitermachen, ne? Ja, aber die Tiere so, da kannst du eigentlich. Machst du sauber, bleibst ein paar Minuten stehen und machst dann gleich nochmal sauber. Was willst du? So, wenn ich die Tiere gleich fertig habe, dann gehe ich Schweine verkaufen und dann mache ich meine Produktion mal leer hier überall. Schweine verkaufen? Schweine. Schweine verkaufen? Schweine, ich habe schon wieder 71, ist mir zu viel. Bin ich denn in der Dings drin? Was? Warum hast du das nicht über die Schlachterei drin? Das mach ich doch. Ja. Ich verkaufe, ja. Sie kommen in die Schlachterei, Mike. Hast du das? 3 bis 4 Tage. Circa. Ich habe heute erfahren, wenn ich auf Arbeit hatte, ist auch jemand im Meniskus und Kreuzband angerissen und der ist für das Rest dieses Jahres angeschrieben. Ja. Also ich glaube, meine Schwester hat jetzt auch gehabt im Knie. Ich habe gerade eine Sprachnotiz gemacht. Achso. Und und, Ja, die war länger als ein Jahr, kann ich schreiben. Oh. Für mich rechnet nicht mit, so lange. Die wird sich wundern. Ah, für den hat auch gedacht, die wird eine Weile, weil die wird erstmal die OP haben. Dann muss er das erstmal wieder verheilen lassen, dann hat sie noch Physio und so. Ja, und Reha und sowas, genau. Oh. Und dann darf sie keine Komplikation haben. Oh. Aber das hoffen wir ja mal nicht, wa? Oh, steckst du halt nicht drin, ne? Oh. Das ist wohl wahr, ja. Ich würde mal sagen, blöd gelaufen, wa? Oh, steckst du halt nicht drin, ne? Ist halt so. Hat auch geschrieben, sie wird diese gar nicht mehr arbeiten gehen. Wenn es dumm läuft, geht es nächstes Jahr auch nur ein halbes Jahr arbeiten nächstes Jahr. Danke dir bloß nicht.
Yeah. Welpe an? Ja, ein noch. Jetzt ist er fertig. Oder deiner. Ich bin mit meinem Feldern schon fertig. Mit Ernten? Ja. Aber da nichts mit neu rauf machen, wa? Der ist auch schon fertig. Echt? Ja. Mensch, dann hast du heute mal keinen Zeitdruck, wa? Ne, gut, ne? Hast du rechtzeitig angefangen, oder was? Wann habe ich angefangen? Ich weiß gar nicht, 2 oder so? Oh, das geht ja noch. Naja, wenn man hier zigtausend Erntemaschinen hat und zigtausend Sämaschinen, dann geht das schon schneller, wa? Ja, ich habe 2 Sämaschinen und 3 Erntemaschinen, hallo? Also sag ich doch nicht. So, die erste Produktion ist fertig. Ich will nach Hause zu Mama. Ja. Bei 20 Stunden, noch nicht mal 5 Stunden drin und bist du wieder nach Hause. Ich kann aber verstehen, würde ich auch wollen. Warum passiert immer ein Regelwerk hier nicht? Weil das Band noch voll ist. Die Abschnitte sind voll. Mit Haxenmittel ist voll. Oh nein. Ich habe bei den Paletten Hänger Y gedrückt. Ja. Ich hab die Schweine sauber gemacht, jetzt werde ich nochmal zu den Kühen fahren. Aua. Alle.
So, ja, mal was hingekommen. Mit dem bei der Zuckerzeichnung, da will ich gar nicht hin. Ich weiß, dass ich gestern die ganze Zeit machen wollte. Was denn? Dann! Was denn? War gerade Leerpalette. Ja. Brauchst du irgendwo welche? Ja, Brennerei. Ernst, Mann? Oder Brauerei, kannst du aussuchen, brauchen beide. Ernst? Ja. Brauchst du noch mein C, Mann? Erstmal fahr ich in der Ladung für den Seltsamfabrik, ja? Mach doch. Heiko. Kannst du mal gucken, ob die Tiere jetzt sauber sind? Kannst du mal alleine gucken? Ich bin gerade am Fahren, das ist doof. Ich auch. alle außer die Schafe. Ja, Schafe fahre ich gerade hin. Wie warst du gestern? Kannst du mal bitte das Spiel gucken, wie viel Spieltag? Ich habe auch gerade Fußball gespielt. Was sollst du gucken? Wie Strom der bei Rossel gespielt hat. Weil er gestern irgendwie alleine gespielt hat mit so einem Typen da. Oh, genau. Vorne, stehen ja noch Paletten. Ja, drei Stück. Ja, kann sein. Da stehen die da auf alle Fälle nicht mehr. Wir sind leider mal hinfahren und wir müssen die wieder anstreichen. Brauchst du nicht, kannst du liegen lassen. Aber dann würden sie wieder stehen. Ist doch scheißegal, wir festen da mal lang. Der nächste Bekloppte, der lang fährt, dann kannst nur du sein. Dein Maul, das ist du. Weil ich weiß, wie man klopft, Mann. Nein, ich fahre da jetzt hin und mach die da auch ein bisschen. Ja, mach doch. Da du dich immer beschweren, du stellst dir ordentlich hin und ich versau das immer. Ja, ist ja auch so meist. Oh, das wäre fast schief hier. Fast weg über dein Fahrrad. Aber jetzt müssen die Schafe auch sauber sein. Warte, wir sind 5. Jetzt haben wir uns aber nur 4. So, Tiere sind komplett fertig. So fein immer. Ich weiß.
Hast du denn jetzt noch was zu tun? Ja. Was denn? Ich verkaufe jetzt Schweine, danach mache ich meine Produktion noch leer. Okay. Wieso? Weil ich nicht gerade sagen wollte, ob du das Sägewerk der Tagschnitte mal wieder tauschen kannst. Also leer machen und da wieder voll machen. Hier von links nach rechts? Genau. Oder von rechts nach links, besser gesagt? Nee. Von der Mitte nach zum großen Stapel? Genau. Ja, mach ich näher. Weil erstmal im Moment ist es nicht so schlimm. Ja, bis dahin, bitte schon immer. Weil ich mache jetzt die Zellschaftsfabrik voll, was alle bis 100% ist. Die gleiche mal ich werde heute rein. Und dann war ich erst auf Förderband der. Ja. Aber so klar sieht er die Lücke nicht treffen. Fleisch ist auch schon wieder voll, Alter. Das ist normal. Du warst halt gestern Abend nicht mehr drin. Überleg ja schon, ob ich Pommes und andere da mal in die Gang schmeißen. Ja. Aber ich weiß nicht, was wir dafür brauchen. Kartoffeln. Bestimmt gewaschene Kartoffeln. Leerpaletten, Leerkarton. Paletten Spezial und gewaschene Kartoffeln. Da kriegst du oben bei der Raffinerie, wo wir Diesel herstellen, ne? Ja, aber da musst du irgendwas an den Ofen kippen. Und daraus kriegst du Paletten Kartoffel, Steak, Paletten Chips und Paletten Pommes. So, das ist jetzt genau das gleiche. Dreht mir, dann dreht man kicken. Bädet Spezialöl kommt, Leerpaletten, Leerkarton, Raps oder Sojabohnen. Und da kommt Kompost und Spezialöl. So. Das ist easy. Hallo, was machst du da so? Ich glaube, meine Frau macht sich ihre Grützwurst. Was für eine Wurst? Grützwurst. Gesundheit. Blutwurst.
Kartoffeln hast du doch im Überfluss, wa? Ja, ich hatte noch Kartoffeln drin, ja. Im Silo, ja. Im Überfluss ja, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Ah, gut, dann werde ich mal ebenfalls Kartoffeln machen und kriegen. Und das große mit, und die Reste mit Raps. Da wollen wir mal die Scheiße rein, das können wir zum Morgen. Geh doch mal runter, du Spatzmann. Danke. Musst du mal gucken, wo du Paletten brauchst. Hab ich dir auch schon gesagt. Bei beiden? Ja, ja. Naja, ich steck mir am Arsch, Mann. So, wenn du willst. Auf gar keinen Fall, Mann. Niemals im Leben. Muss ich eine Woche mit einplanen. Arschloch. Mit deinem Feld 15. Philipp, mal rutschig darüber. Ja. Dann fahren wir jetzt mal zu der Brennerei, wa? Ja. Da muss links und rechts hin, ja, weißt du, ne? Du mich auf. Kannst du mir mal durchblick an? Nein. Das Thema hatten wir gerade. Finger lecken, Mann. Nicht mal das.
ausreden lässt er mich hier. Steht da irgendwas im Wege, was ich umschubsen kann? Ja, extrem viel sogar. Das muss ich aufpassen. Ja. Fahren wir mal langsam, aber. Warum verkaufst du die Scheiße nicht? Weil ich das leer machen möchte und dann verkaufe ich. Hast du irgendwie ein Problem damit? Nein. Ich verkaufe das nicht gleich. Ich bin hier gleich fertig. Ich verkaufe auch gleich Bier. Hey, bevor ich jetzt ablade, gehe ich erstmal gucken, was voll ist. Und seid ihr in den komischen Paletten da ohne auf. Ist voll, alles voll. Der Gräder von den Karton, von den Paletten, Mann, die Affe. Der kannst ja noch nicht mal umdrehen, so voll ist das alles hier. Doch, du kannst hinten und um Silo rumfahren. Hätte ich vorher sagen können, das hätte ich gedreht, Mann. Mike, du kannst um Silo rumfahren hinten. Und das eine sind jetzt 54% Paletten drin. Reichen die oder kann aber was hinlegen? Nö, nee, das reicht. Das produziert ja eh ganz langsam, das Zeug. Ich muss nur auf der anderen Seite noch hin. Ja, die eine Seite ist voll und die eine Seite hat 54%. Ja, ist okay, lasse. Gut, also wieder zurück und zu der Brauerei. Erstmal muss ich dir meinen Helfer helfen.
da fährst du eh ein Viereck. Bei so einem Feld mit Kartoffeln, die sehen wir natürlich schon wieder leer. Ja, bei Kartoffeln ist ekelhaft, oder? Fahren wir mit dem Pickup da mal hin. Boah, die falsche Seite kann ich fahren. Spott hat sein LKW stehen gelassen, Alter. Zwei Kulina, dein Mann. Du sollst dann zu deiner Brauerei fahren. Wenn du echt nur Erdbrüste machst, Alter, und Kartoffeln machst, Alter, dann bist du arm. Ja. Jetzt schon wieder ein halbes Feld gefahren, also ein halbes Viereck, noch schon laufen. Weiß ich das mittlerweile mache mit dem Viereck? Ich lasse ihn anfahren, lasse den Helfer runterfahren, damit ich nichts verbrauche. Und dann mache ich am Ende den Helfer wieder auf und mache das letzte Stück auch selber. Ja, das brauchst du ja genauso dann. Nee, ja. Brauche ich genauso lange, aber ich verbrauche keine Kartoffeln aus der Sämaschine. Egal. So weiter geht's hier mit einer Paletten. Bei der Brauerei war ja nur eine Seite, wa? Nee, war noch zwei, wa? Ja. Yeah, please.
bei der Brauerei so kommen. Sehr schön. Gut gemacht, wa? Snoopy. Ja, bitte go. So, wenn ich die klar will, da braucht man auch Paletten, ne? Ja, Paletten, ja. Ja. Na, die da ja auch schon einfach, ne? Oder wie siehst du bitte? Ja, ja. Oh, mach mal, du machst jetzt schon, ne? Du bist Palettenman. Alter, einmal die Drehmaschine aufladen, auffüllen und ein Feldkartoffel machen, das ist 20.000. Unglaublich, oder? 35.000 minus. Ich jetzt für 20. Der Scheiß, wa? Ja. Na 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 na